Stell dir vor, du lebst ganz allein in der Natur. Du wirst Güter benötigen. Du kannst sie durch Arbeit bekommen. Wenn du noch Zeit und Reserven übrig hast, nachdem du satt bist, kannst du diese aufbrauchen, indem du Werkzeuge herstellst. Mit diesen Werkzeugen kannst du mehr Güter herstellen. Du begegnest einer anderen Person. Er hat andere Fähigkeiten und eine andere Umgebung. Nun könnt ihr beide Folgendes machen. Jeder verbringt seine Zeit damit, das herzustellen, was er am besten kann, und dann macht ihr ein Tauschgeschäft miteinander, wodurch ihr beide mehr habt. Das bedeutet, ihr wäret einander wichtig. Nachdem ihr euch spezialisiert habt, werden sich eure Fähigkeiten stetig verbessern. Eine dritte und vierte Person kommen dazu. Du würdest nur dann tauschen, wenn du etwas davon hast. Jemand müsste dir eine Sache zu einem so günstigen Preis anbieten, dass es sich für dich nicht lohnt, sie selbst herzustellen. Und das hängt von deinen Fähigkeiten, deiner Umgebung und deinen Bedürfnissen ab. So können alle ihre Produktion aufeinander abstimmen und sie fortlaufend anpassen. Wohlhabender zu werden beruht darauf, eine Menge von den Dingen herzustellen, die andere wertvoll finden, und damit zu tauschen. Die Arbeit oder die Tauschgeschäfte der Einzelnen zu stören, bedeutet, dass es weniger zu tauschen gäbe oder dass die Koordination der Arbeit innerhalb der Gruppe verzerrt würde. Um dies zu verhindern, kann man den Begriff des Eigentums einführen. Es meint, was auch immer du aus der Natur herstellst, gehört dir und du kannst es beliebig tauschen. Du kannst wählen, dein Eigentum gemeinsam mit jemand anderem zu besitzen, aber das würde bedeuten, dass du nicht mehr prüfst, ob du von dieser Beziehung materiellen Nutzen hast, was in einer Handelsbeziehung allerdings der Fall wäre. Anstatt Dinge, die du hast, gegen Dinge zu tauschen, die du haben willst, könntest du auch Dinge, die du hast, gegen Dinge tauschen, die sich leichter in das tauschen lassen, was du willst. Dies ist indirekter Tausch, und das führt automatisch zu einer Ware, die sich besser als alle anderen Waren eignet, das Tauschen zu erleichtern. Diese Ware ist dann das Geld. Mit der Zeit verändert sich die Wirtschaft und genauso ändert sich das, was als Geld genutzt wird. Wenn ein Geld sich etabliert, werden Käufe und Verkäufe in Einheiten dieser Geldware abgerechnet und das macht die Berechnung von Ertrag und Kosten leichter, sowie die Schätzung deines Einkommens, wenn du etwas anderes herstellst. Neben Gütern kannst du auch deine Arbeit verkaufen. Ein Unternehmer investiert in Arbeit und Güter in der Hoffnung, einen Gewinn zu machen. Die Arbeiter bekommen eine gleichmäßige, positive Lohnzahlung. Güter können auch an andere Personen verliehen werden. Der Zins ist der Preis, den man dafür zahlt. Viele Menschen können am Gewinn oder Verlust eines Unternehmens teilhaben, indem sie Anteile des Unternehmens erwerben. Versicherungen sind ein Geschäft, wo eine Partei ein bestimmtes Risiko einer anderen Partei übernimmt. Die Kunden zahlen mehr, als die geschätzte durchschnittliche Auszahlsumme beträgt. Man kann die Dienstleistung anbieten, Informationen über Produkte von anderen zu geben. Das Bedürfnis der Konsumenten nach Informationen über ein Angebot und wie viel es ihnen wert ist, mehr Informationen zu bekommen, ist unterschiedlich. Man kann Waffen kaufen und Leute beschäftigen, die einen vor Kriminalität schützen. Aber noch grundlegender setzt man an, wenn man die Vorteile von friedlicher Kooperation und die Nachteile kriminellen Verhaltens erhöht, indem man die Reputation eines jeden Menschen erfasst.
Unabhängige Firmen könnten Vermittlung im Streitfall anbieten und das Verhalten von Handelspartnern aufzeichnen. Privateigentum hilft auf verschiedene Weisen, die Umwelt zu schützen und sie effizient zu nutzen. Du musst mit deinem Müll und deinen Chemikalien sorgfältig umgehen, denn es wäre eine Straftat, wenn sie auf fremdes Eigentum geraten und dort einen Schaden verursachen. Wenn dir eine Ressource gehört, dann hast du auch ein Interesse daran, ihren Wert zu erhalten. Das bedeutet, dass du nicht nur an den sofortigen Nutzen denkst, sondern auch an die zukünftigen Erträge und an den Marktwert dieses Gutes selbst, der sich danach bemisst, wie viel Erträge sich mögliche Käufer damit ausrechnen. Sozialismus ist kein friedliches Handeln und Teilen basierend auf Eigentumsrechten, sondern eine gewaltsame Aneignung aller Ressourcen in einem bestimmten Gebiet durch eine zentrale Gewalt. Produktion und Handel bestimmen nicht mehr, wer was besitzt. Alle Informationen, die Preise zur Verfügung stellen, verschwinden. Es gibt keinen Maßstab für den Erfolg von Handlungen, wie zum Beispiel: Wer ist verhältnismäßig besser bei welcher Aufgabe? Welche Güter sind begehrt und von wem? Werden weniger wertvolle Güter in wertvollere Güter umgewandelt? Wenn eine Gruppe von Menschen besonders gut darin wäre, Arbeit und Produktion zu koordinieren, wäre es der richtige Weg, diese Dienstleistung auf freiwilliger Basis anzubieten, wie jede andere Firma. Der Rückgriff auf gewaltsame Aggression ist ein Eingeständnis, dass das Wohlergehen der Menschen, mit denen man zu tun hat, einem nichts bedeutet. Demokratie ist kein friedliches Handeln und Teilen basierend auf Eigentumsrechten, sondern eine gewaltsame Aneignung von Sicherheit und Rechtsprechung in einem bestimmten Gebiet durch eine zentrale Gewalt. Öffentliche Wahlen bestimmen dann, wer die Regeln macht und interpretiert. Also versucht jeder, die Macht des Staates zu seinem Vorteil zu nutzen. Das läuft auf eine ständige Erosion der Freiheit hinaus, zu produzieren, zu besitzen, zu tauschen und zu handeln, und es gibt nur wenig, was die Erosion aufhält. Eine Idee oder ein Werk eines anderen zu kopieren, ist eine friedliche Handlung. Es tastet das Besitzstück des anderen nicht an. In Wahrheit ist es eine der besten Möglichkeiten für Produzenten, nützliche Dinge anzubieten, denn so können sie ausprobieren, was funktioniert und was nicht funktioniert. Oder sie können funktionierende Dinge billiger produzieren oder verbessern oder sie woanders herstellen. Es gibt einige Ökonomen und andere historische Figuren, die, durch sich selbst oder durch andere, mit der Idee des Kapitalismus in Verbindung stehen. Unter ihnen sind Adam Smith, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Ayn Rand und Milton Friedman. Keiner dieser fünf war jedoch für die völlige Souveränität der Einzelnen und eine voluntaristische Gesellschaftsordnung, in der Sicherheit, Konfliktlösung und Reputation frei gehandelte Güter sind. Stattdessen befürworteten sie die Herrschaft einiger über andere im Namen des Friedens. Ein eklatanter Widerspruch, unvereinbar mit dem Kapitalismus. Mehr noch, Smith war auch für einen monopolistischen Staat, um alles Mögliche bereitzustellen. Straßen, Brücken, Kanäle, Häfen, Münzen, einen Postdienst, Prägung von Gold und Silber, Qualitätssicherung der Woll- und Leinenproduktion, Regulierung der Papierwährung, Regulierung von Bankengeschäften, ein öffentliches und verpflichtendes Schulwesen, staatlich bezahlten Religionsunterricht, Schutz geistigen Eigentums und mehr. Hayek war für die staatliche Bereitstellung von Straßen, Schulen, einem Sozialsystem, Theatern, Sportstätten, Zertifizierung von Berufen, Bauregulierung, Lebensmittelregulierung, Gesundheitsvorschriften, Einschränkungen des Verkaufs gefährlicher Güter, einschließlich Drogen und mehr. Friedman war für die staatliche Bereitstellung von Straßen, Parks, Copyright und, wenn ein Staat eine Zentralbank hatte, wogegen er sich am Ende aussprach, befürwortete er die kontinuierliche Inflationierung und massive Interventionen während einer Depression. Rand war für den Schutz von geistigem Eigentum. Mises befürwortete keine zusätzlichen staatlichen Interventionen.
Das Problem der Armut, geringer Löhne und Arbeitslosigkeit können alle auf einen Mangel an Kapitalismus zurückgeführt werden. Die einzige Möglichkeit für Menschen in solchen Umständen, dauerhaft wohlhabender zu werden, ist, ihnen die Freiheit zu geben, produktiv zu sein, sodass sie ihre persönlichen Fähigkeiten so einsetzen können, wie es ihnen und anderen nützlich ist. Wenn man sich die Gebiete größter Armut ansieht, wird man mit Sicherheit enorme Einschränkungen aller Wirtschaftszweige finden, von Landwirtschaft über Krankenversicherung bis hin zu Fabriken und Geld und der Stärke der Eigentumsrechte, von Einkauf und Export bis zur Freiheit zu reisen und umzuziehen. Microsoft hat viele tausend Softwarepatente vom Staat erhalten, die es nutzt, um die Konkurrenz zu behindern. Google einfach nach Microsoft, verklagt und Patent. Doch was noch wichtiger ist, für ihre Software gilt das Copyright. Was bedeutet, dass jeder, der sie kopiert, von der Kriminalpolizei verfolgt wird, selbst wenn es keine vertragliche Vereinbarung zwischen dieser Person und Microsoft gab. So etwas gäbe es in einem freien Markt nicht. Copyright und Patente sind eine Möglichkeit, etablierte Konzerne vor Wettbewerb zu schützen. Was wir anstelle dessen brauchen, ist echter Kapitalismus. Ich fordere nicht, dass du Hand an den Tyrannen legst, um ihn zu stürzen, sondern nur, dass du ihn nicht länger unterstützt. Dann wirst du sehen, wie er, wie ein riesiger Koloss, dessen Sockel fortgezogen wurde, unter seinem eigenen Gewicht stürzt und in Stücke zerbricht. Etienne de la Boétie. Der Wegelagerer nimmt ganz allein auf sich die Verantwortung, die Gefahr und die Kriminalität seines eigenen Handelns. Er tut nicht so, als hätte er einen rechtmäßigen Anspruch auf dein Geld oder als beabsichtige er, es zu deinem eigenen Vorteil einzusetzen. Darüber hinaus, nachdem er dein Geld genommen hat, verschwindet er, so wie es dir recht ist. Er fährt nicht fort, dich zu beschützen, indem er dir befiehlt, dich zu verbeugen und ihm zu dienen, indem er von dir verlangt, dieses zu tun und dir verbietet, jenes zu tun. Lysander Spooner. Es gibt zwei Weisen und nur zwei, auf die unsere Bedürfnisse und Wünsche befriedigt werden können. Eine ist die Produktion und der Austausch von Gütern. Das ist die wirtschaftliche Weise. Die andere ist die entschädigungslose Aneignung von Gütern, die andere hergestellt haben. Das ist die politische Weise. Albert J. Nock. Das große Non sequitur, das die Verteidiger des Staates vollziehen, ist es, von der Notwendigkeit der Gesellschaft zur Notwendigkeit des Staates zu springen. Murray N. Rothbard.